Einen wunderschönen guten Tag, Jungs und Mädels. Wie man sieht, kann heute wieder mal die Sonne scheinen. Sehr gut. Es ist noch ordentlich kalt. Also wir haben so um die 7 Grad. Wärmer sollte wohl auch gar nicht werden. Insofern habe ich heute auch mal wieder das wärmere Leibchen drunter gezogen. Ja, Plan ist heute nach Split zu fahren. Irgendwo vorher, ich weiß nicht, ob es irgendwo in einem Video drin ist oder nicht, habe ich glaube ich behauptet, dass Split die Hauptstadt von Kroatien ist. Ist es natürlich nicht, aber das ist eine der bekanntesten Städte in Kroatien. So, da zieht es mich heute auf jeden Fall hin. Da werde ich 2-3 Tage verbringen, ein bisschen Sightseeing machen, vom Prinzip her das Motorrad in der Ecke stehen lassen. Ja, und mir einen guten machen sozusagen. Auf dem Weg dorthin, klar, wir fahren nicht direkt straight dorthin, sondern wir fahren ein bisschen links und rechts. Das ist natürlich ein ganz schöner Weg, der da heute zusammenkommt. Das sind dann mal locker 7 bis 8 Stunden unterwegs heute. Ich habe leider heute völlig verschlafen. Das heißt, wir sind jetzt schon um 10:45. Ja, insofern eine Tour von 7-8 Stunden noch vor sich zu haben, ist keine so ganz geile Idee. Werde ich sicherlich im Laufe der Tour dann entscheiden, ob ich mich kurzfristig, sag ich mal, ein bisschen umentscheide, um dann irgendwo den direkteren und schnelleren Weg zu fahren. Aber gut, wie auch immer, es soll ja auch Spaß machen. Ich wollte doch mal ein bisschen genauer gucken. Boah, was für ein Ausblick, Wahnsinn. Thank you.
Ja, heute in Split unterwegs ist ja mein erster Anlaufpunkt hier unten, keine Ahnung, am Hotel Plaza. Und dann kommt man hier so um die Ecke, einfach mal nichts ahnend und hat so einen Ausblick. Ne? Das ist schon toll. Also auf den ersten Blick gefällt mir Split unglaublich. Gestern alleine schon die Berge hier runter, das war super. Mit dem Motorrad, weil du konntest einmal die komplette Stadt übersehen, die so richtig schön in den Hafen eingebettet ist. Ja, war echt beeindruckend. Also bisher erwarte ich nur Großes. Gott, was für ein Aufstieg. Aber vom Ausblick her lohnt sich es absolut. Ich hoffe, man kann nicht verstehen. Es ist jetzt nicht so unsäglich windig, aber es ist windig. Aber von hier oben lohnt sich es auf jeden Fall. Man kann hier nicht mit dem Auto hochfahren. Also es gibt hier so ein paar Schotterwege, aber die sind vermutlich nur für das Maintaining sozusagen, also für die Bewirtschaftung der Bereiche. Aber ansonsten ja, geht hier halt eine ellenlange Treppe hoch. Ne? Man hat einen Wahnsinnsausblick auf Meer, auf die Bucht, wie auch immer. Und eben über den ganzen Raum Split,
die Hauptstadt da unten, also Hauptstadt, falsch, der Hauptkern der Stadt dort unten und dann halt das ganze ja, Surrounding letztendlich. Ne? Grundsätzlich, gestern sind wir irgendwo dort hinten die Berge runtergekommen. Ich glaube, es war sogar da, was natürlich einen Wahnsinnsausblick auf die Stadt gegeben hat und so einen unglaublichen Aha-Effekt. Und dasselbe hat man von hier oben eigentlich auch. Also der Aufstieg hier hoch lohnt sich auf jeden Fall. Grundsätzlich zu Split, was soll ich dazu sagen? Die ist ja echt eine schöne Stadt. Ne? Man kann sich da in der Altstadt, die ist nicht riesengroß, klar. Aber trotzdem, man kann da so schön zwischen den engen Gassen rumwandeln, tun und machen. Was echt, ja, traumhaft ist. Es ist wie gesagt nicht groß, also man ist da auch, sag ich mal, innerhalb von ein, zwei Tagen durch. Aber es macht halt Spaß, ne? Und die Restaurants und die Cafés, die sind halt toll von den Preisen her. Ja, Hotelzimmer sind halt ordentlich teuer, ne? In der Region. Jetzt momentan vermutlich aufgrund von Covid nicht, weil selbst mein Hotelzimmer, in dem ich momentan untergekommen bin, mit dem ich sehr zufrieden bin, weil es gleich rechts um die Ecke, ne? Von der Altstadt. Das ist halt, ja, besser geht's halt nicht. Da bist du, keine Ahnung, läufst um zwei Ecken und bist halt voll mittendrin. Hast aber trotzdem eine relativ ruhige Ecke, relativ ruhige Gegend, wo man, sag ich mal, auch nachts dann halt vernünftig und ruhig schlafen kann. Und ich meine, ich habe jetzt für mein Einzelzimmer, was wirklich gut ausgestattet ist, krieg sogar jeden Tag neuen Instant-Kaffee hingestellt. Was mir tausendmal lieber ist, als irgendwo den Espresso zu trinken, gebe ich offen zu. Aber gut, das ist halt nur mein eigener Geschmack, das ist halt so. Aber es ist halt grundsätzlich super, super schick. Und für das Zimmer bezahle ich momentan 31 Euro. Genau, 31 Euro. Was 1 Euro über meinem Limit liegt, aber damit kann ich leben. Aber es kostet sonst halt in der Nebensaison irgendwie was um die 60, 55 Euro, irgendwas in dem Dreh. Stand, glaube ich, auch an der Wand dran. Und ja, das sind schon extreme Unterschiede. Ne? Schon alleine Sommersaison und die Nebensaison, was auch verständlich ist. Aber grundsätzlich kommt jetzt hier halt auch noch vermutlich Covid hinzu und der Tourismus halt noch nicht so extrem ist, wie der mal war. Ne? Also ist auch, wenn man durch die Stadt geht, das Wetter ist eigentlich sehr, sehr schön. Also von daher gibt es eigentlich nichts weiter zu meckern. In den Schattenbereichen ist es halt, ja, noch eisig kalt. Aber in der Sonne ist schon wieder so warm, dass man sich eigentlich lieber die Jacke ausziehen will. Zumindest ich. Insofern etwas schwierig, was die Kleidungswahl angeht. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, in der Stadt ist nicht ganz so viel los. Aber die Cafés und Co. sind halt trotzdem besetzt. Ne? Also ist schon super, super schick. Da gibt es nichts weiter zu meckern. Ja. Wie gesagt, also Split, ich mag es. Ich würde hier glatt wieder herfahren. Wenn man sich das so anguckt, und ich bin ja auch von den Bergen runtergekommen, also quasi von da oben runter. Da ist ja dann der Krieg-Nationalpark, glaube ich. Und der lohnt sich dann schon. Also wenn man hier ist, da hochfahren, so ein bisschen Canyon gucken und so. Ein oder andere an Höhlen gibt es da. Also man kann dann halt auch aus der Stadt mal raus. Ne? Oder man fährt halt hier rüber in die Buchten, irgendwo an den Strand, ähnliche Geschichten. Also man kann hier auf jeden Fall Zeit verbringen. Davon bin ich überzeugt. Und das ist eine wunderschöne Stadt aus meiner Sicht. Und ich würde hier gerne wieder zurückkommen, ja.